Du hast die Stoppuhrstufe erreicht. Wenn du 2 Sterne erhältst, schaltest du die nächste Stufe frei. Nächste Welt frei. Ich muss aber mindestens 2 Sterne. Oh Gott, Leute, jetzt werden wir verkacken. Ich piss mir in die Hose. Alter. Gibt's wohl nur für die Switch, wa? Ich glaube tatsächlich auch. Ich piss mir gleich in die Hose, ich hab Angst. Hier musst du 20 Fragen innerhalb einer bestimmten Zeit beantworten. Was, in 25 Sekunden? Oder habe ich pro Frage Zeit? An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreaskreuz mit dem Zusatzzeichen Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Was haben Sie zu beachten? Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang. Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz Vorrang. An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren. Ja, Andreas hat auf jeden Fall Vorfahrt. Das sind ja seine Kreuze. Schienenfahrzeuge haben auf jeden Fall Vorrang, ist klar. An Bahnübergängen haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz Vorrang. Glaub ich noch nicht mal so, oder? An Bahnübergängen geht nur mit mäßiger Geschwindigkeit. Ja, das 1 und 3. Ja! Ich kann gar nicht auf den Chat achten, Leute. Also keine Sorge, wenn ihr in den Chat schreiben wollt, schreibt es, wie auch immer, raus. Ich habe gar nicht die Zeit. Ich muss mal wirklich hier konzentrieren, ne? Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden? Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht. Weil dadurch die Hinterradbremse stark belastet wird. Weil der entstehende Lärm andere belästigt. Och jetzt, oh, die empfindlichen Ohren, ne? Wieder mein Sohn. Laut. Ja, starker Reifenverschluss, weil dadurch die Hinterradbremse stark belastet. Auch, ja. Alles. Was? Weil dadurch die Hinterradbremse stark... Warum denn? Die wird doch auch stark belastet, oder nicht? Warum denn nicht? Hä? Die wird doch auch belastet. Also wenn ich das mache, dann mache ich das... Also ich belaste meine Hinterradbremse extrem hardcore. Deswegen weiß ich das so gut. Hä, Manu? Was ist mit Just Dance 2023? Das mache ich auf jeden Fall. Also ein paar Spiele werde ich schon noch machen, aber nur die, die ich auf der Liste habe. Und nicht mehr so viel. Sowas wie das hier zum Beispiel ist eher Ausnahme. Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen? An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines Fahrzeugs. An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen. An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Oh Gott. Also ich weiß auf jeden Fall vom Kennzeichen. Da wurde ich nämlich sogar mal vom Polizisten, ne, gerügt. Bedienungsanleitung? In der Bedienungsanleitung? Ist das nicht das Serviceheft? Ja! Oh! Oh! Bei 3 war ich mir total unsicher. Bei 1 habe ich total... Es ist total Schwachsinn. Es ist das Serviceheft. Das hat nichts mit der Bedienungsanleitung zu tun. Boah. Bei 3 war ich mir total unsicher. Hab's jetzt einfach mal mit reingenommen. Gedacht, schaden kann's nicht. Das liegt am Alkohol. Der macht mich hier, ne? Das macht mich intelligenter. An den Brief, der mir in meine Werkstatt schickt. Ja, siehste. Was endet hier? Eine Zone mit absolutem Haltverbot. Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot. Vorausgegangene Streckenverbote. Das erste. Es ist ein absolutes Halteverbot. 3 Minuten halten und beladen und entladen beziehungsweise ein- und aussteigen zählt ja nicht als Halt, als Halten. Was? Oh, scheiße. Es zählt doch als Halten. Kacke. Ich dachte nicht, dass das eingeschränktes Halteverbot ist. Ich dachte, das wäre absolutes Halteverbot. Also ich habe mir irgendwo mal gehört, dass 3 Minuten halten oder zum Ein- und Aussteigen, dass das nicht als Halten zählt, sondern als kurz mal frische Luft schnappen
oder so. Entschuldigung. Sie haben Ihren zugelassenen Wohnanhänger während des Winterhalbjahres auf einem Campingplatz abgestellt. Was gilt hinsichtlich der Hauptuntersuchung? Der auf der Prüfplakette angegebene Termin verschiebt sich um die Standzeit. Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten. Der Termin ist immer einzuhalten. Nur weil ich ihn da kurz stehen lasse, ist totaler Quatsch. Selbstverständlich, da weiß ich nur so. Also, ich weiß ganz genau, wie sich mit Campingwegen, mit Wohnanhängern hier, ne, wie sich es damit verhält, weil ich niemals einen benutzen würde. Ich hasse Wohnwegen, ohne Witz. Ich hasse Camping. Das ist für mich ganz schlimm. Ich brauche meine Dusche, meine eigene. Uah. Öffentliche Toiletten oder öffentliche Duschen. Uah. Was ein Strich ist, ein eingeschränktes Halteverbot und zwei ist absolutes. Ganz einfach zu merken mit, bei X darfst du nix. Ah, okay. Dankeschön. Okay, das ist eine gute Eselsbrücke. Wann kommt die Ankündigung? Du hast gesagt, die kommt noch im Oktober. Wahrscheinlich am Sonntag. Müsst noch ein bisschen warten. Woran kann es liegen, wenn die Hupe nicht funktioniert? Ich hab zu viel gehupt. Sicherung durchgebrannt. Anlasser defekt. Betätigungseinrichtung der Hupe defekt. Also auf jeden Fall drei. Aber Sicherung durchgebrannt? Nee, wir haben gemerkt, die Sicherung, wobei die Sicherung kann es immer mal wieder sein, ne? Anlasserdefekt? Kann beides sein, ne? Ja! Oh! Der Zeitdruck, der nervt einen so schon so ein bisschen, ne? Okay, also diesmal war die Sicherung wieder drin. Diesmal habe ich es mir aber gemerkt, ja? Welche Fahrzeuge dürfen hier parken? Das hatten wir vorhin. Motorräder. Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse. Also auf jeden Fall zwei. Drei ist, glaube ich, zu viel, ne? Wobei, wir haben ja festgestellt, dass Wohnwegen hier auch halten dürfen, aber sind die jetzt schon 3,5 Tonnen, das weiß ich nicht. Aber Motorräder glaube ich auch, oder? Ja! Wir haben den Wohnwagen und die Sanitäreinlagen sind mittlerweile so modern und sauber. Du kannst sogar Bäder mieten, die dann benutzt. Nee, ich mag das trotzdem nicht. Ich will schön alles da schön in dem Haus und so. Nashra, guten Abend. Wie lernst du für Führerschein? Nee, wir wollen es einfach mal testen, ob ich ihn rein theoretisch noch verdient hätte. Aktueller Stand, ich sollte einen Lappen abgeben. 1, 2, 3, nee, 3 war falsch. So, Leute, seht ihr, ihr macht auch Sachen falsch. Das Bremslicht Ihres Fahrzeugs funktioniert nicht. Was kann die Ursache sein? Der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist zu gering. Nein. Die entsprechende Sicherung ist defekt. Das Leuchtmittel ist defekt. 2 und 3, was hat denn die Bremsflüssigkeit mit meinem Licht zu tun? Überhaupt nichts. Seht ihr? Ja, ich habe gerade Alkoholflüssigkeit zu mir genommen, deswegen kenne ich mich Flüssigkeiten jetzt deutlich besser aus. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Gefahrstelle. Auf eine Kreuzung. Auf eine Erste-Hilfe-Station. Das müsste Erste-Hilfe-Station sein, oder? Kriege ich heute doch noch meinen Führerschein? Also bis jetzt mache ich wieder ein bisschen einen guten Eindruck, ne? Manchmal verkacke ich, aber ne? Meistens ist das so. Ich musste auch abgeben. Es hat sich so vieles, ich müsste auch abgeben. So viel ist geändert gegenüber von früher und es sind so viele Fragen dazu. Eben, wir hatten vorhin auch eine Elektroauto-Frage. Die haben wir früher gar nicht gekriegt. Also wie gesagt, ich habe 2011 meinen Führerschein gemacht. Da gab es zwar auch, glaube ich, schon Elektroautos, aber halt eben nicht so weit vorangeschritten, ne? Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich oh, ist? Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie viele Meter? Ach, guck mal hier. Die Zeit pausiert, wenn ich hier drinne bin. Oh, da habe ich ja voll den Druck.
Jetzt, guck mal, jetzt, es ist halt Toffi. Er muss es austesten. Ich muss jetzt einfach austesten, was passiert, wenn ich jetzt einfach lang Zeit lasse. So viel zum Thema Zeitdruck, ne? Also ich wäre jetzt bei einem Meter, eben Nashra sagt jetzt auch 1 Meter oder 1,5, ich wäre jetzt auch bei 1 Meter gewesen, aber ich weiß nicht ganz genau, ob das eventuell sogar noch ein bisschen zu, wobei, ein halber Meter ist zu wenig, ne? Ich hätte jetzt auch 1 Meter gesagt. Wäre ich jetzt auch dabei gewesen. Ja. Es ist 1 Meter, Leute. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? Jo, nass halt, ne? Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug. Auf einen verlängerten Bremsweg. Auf eine verengte Fahrbahn. Ja, alles drei. Ja, seht ihr? Der Alkohol... Leute, was lernen wir daraus? Schnapspralinen essen. Dann kriegt ihr bessere Leistung im Kopf. Vor eurer Theorieprüfung immer Schnapspralinen essen. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass man an einem bestimmten Alter, 50 oder so, regelmäßig einen Test zur Tauglichkeit machen müsste. Hier fahren bei uns so viele alte Menschen, die schon wieder wie der Tod selbst aussehen und dementsprechend auch... Ja. Gegenüber von mir wohnt ein, ich glaube, wie alt ist er? 94-Jähriger? Und der fährt auch nochmal mit dem Auto. Und der hat mich letztes Mal, ist der beinahe, der hat mich nicht angefahren, aber der ist auf Grundstücken gefahren. Also hier, ne, auf den Grundstücken, die halt eben da, weil er mir quasi nicht in die Quere kommen wollte, ist er halt eben so weit nach rechts gefahren. Ich war links, er rechts, dass er schon auf den Grundstücken gefahren ist. 50 Jahre ist bei dir schon alt. Ja, 50 ist doch alt. Ich bin auch bald 50. Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden? Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung. Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister. Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum Straßenverkehr. Jo, alles drei, ne? Wenn wir haben doch vorhin festgestellt, dass es... War das nicht? Ich dachte, der Punkt war auch mit drinne. Ich dachte, der Punkt war vorhin auch mit drinne. War er anscheinend nicht. Ich denke einfach Was nicht mehr Was müssen nach. Sie beim Überqueren einer Vorfahrtsstraße beachten? Ich beachte die Witterungsverhältnisse. Ich beachte die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs. Ich beachte die Breite der Vorfahrtsstraße. Ja, wieder alles drei. Im besten Falle alles beachten, oder? Ja. Seht ihr? Kann es nicht einfach immer alle drei Antwortmöglichkeiten sein? Immer im Zusammenhang mit beachte. Das wäre doch eigentlich am logischsten, wenn man alles beachtet, oder? Egal was. Selbst wenn da steht, beachten Sie, was sollten Sie alles beachten? Beachten Sie, was heute Abend im Fernsehen läuft. Selbst das kann wichtig sein. Wenn ich weiß, dass heute Abend etwas sehr, sehr Wichtiges im Fernsehen kommt, was ich sehen will, dann fahre ich automatisch schneller, weil ich nach schnell zu Hause sein will, um das zu gucken. Das heißt, ich sollte beachten, dass das, was ich gerne am Abend machen würde, dazu führen könnte, dass ich ein bisschen unsauberer, beziehungsweise zu schnell, beziehungsweise... Leonie Kain, Dankeschön für den Follow und hallo an Sila, hallo. Ja, eben, genau, hier, Jana sagt es auch, ich fahre auch immer zu schnell nach Hause, um Toffi Streams zu sehen. Ja, eben, siehst du? Auch das soll man beachten. Also immer, wenn da beachten steht, müsste eigentlich alles richtig sein. Das ist meine Meinung. Was müssen Sie beim Verlassen Ihres PKWs tun? Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten. Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern. Ja, genau. Da wären wir wieder beim Thema. Alles beachten. Beachte einfach alles. Was sollte man noch beachten? Dass es sauber ist? Ja, eben, weil wenn es dreckig ist, dann kannst du vielleicht, dann fällt der Dreck vielleicht in den Bereich, wo du mit dem Gaspedal und der Bremse interagierst. Dann fällt etwas Dreck hinter die Bremse. Die Bremse wird blockiert. Du kannst nicht bremsen und dann fährst du irgendwo in eine Oma rein. Ja, auch das muss man beachten. Alles wichtig. Beachte einfach alles. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt?
Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10 mal 3. Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10 mal Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10. Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10 mal 5. Das hatten wir vorhin. Es ist hoffentlich die gleiche, die wir vorhin hatten, oder? Nee, ich war, es, das ist jetzt wieder. Nee, das, Leute, was wir, glaube ich, falsch gemacht haben, ist, vorhin war es Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10 mal Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10, weil es um den normalen Bremsweg ging. Und das dann während der Fahrt brechen, ja genau. Es ging, glaube ich, um den normalen Bremsweg. Nicht um Dings. Hier geht es ja um, was es pro Sekunde zurücklegt. Hier wären wir wieder bei der Stelle, wo es darum geht, was in einer Sekunde passiert. Und ganz am Anfang hatten wir eine Frage von wegen, wenn du 100 Kilometer pro Stunde fährst und du hast nur eine Sekunde Reaktionszeit, wie viel Meter rollt das Auto dann noch, beziehungsweise ist der Bremsweg? Und da kamen wir auf 30 Meter. Hier wäre offensichtlich die 30 wieder angewandt gewesen und deswegen Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde geteilt durch 10, also die 100 km/h, geteilt durch 10 sind 10, mal 3 wären wir wieder bei den 30. Genau, Anhalteweg war das. Das heißt, wir haben es einfach, ich habe es ja auch falsch gemacht. Ich habe jetzt auch gerade, weil ich mich vom Zeitdruck hier wieder drängen lasse, habe ich jetzt wieder nicht nachgedacht, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, worum es eigentlich ging. Zeitdruck ist nie was Gutes. Aber gut, das ist halt Autofahren, da steckt man halt unter Druck, ne? Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse? Das erste. Oder? Okay, das war jetzt echt nicht schwer. Was soll denn LKW für eine Masse sein? Also bitte, das ist logisches Denken. Was ist denn LKW für eine Masse? Das ist doch keine Masse. Das ist, als wenn du sagst, ja, Masse Elefant. Ja, du bist so dick wie ein Elefant. Ja, was denn, Baby-Elefant? Elefant ohne zwei Beine, also nur auf zwei Beinen, Elefant ohne Rüssel, Elefant, der schwanger ist, kann alles sein. Weißt du? Bei welcher Fahraufgabe kann der Spurhalteassistent mit Lenkeingriff den Fahrzeugführer unterstützen? Beim Überholen, beim Abbiegen, beim Geradeausfahren. Gut, beim Abbiegen kann er mich tatsächlich auch unterstützen. Er bremst dann, der Spurhalteassistent bremst, glaube ich, ein bisschen mit. Aber eigentlich ist es nur geradeausfahren, glaube ich. Ja, aber tatsächlich meine, also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Navi eingebe, irgendwie fahre dahin und was weiß ich und so, und dann muss ich laut Navi rechts abbiegen, dann ist mein Auto so intelligent und bremst schon mal vor dieser Kurve ab. Also mutwillig selber fängt es an, so die Geschwindigkeit zu regulieren, damit ich dann halt abbiegen kann, leichter. Also das macht mein Assistent auch. Aber das ist ja auch nicht der Spurhalteassistent, das ist halt der generelle Fahrassistent. Ne? Also das macht mein Auto tatsächlich auch und das nervt. Weil gerade wenn du dich dazu entscheiden sollst, außerhalb des Navis zu fahren, wenn du sagst, okay, die Straße geht zwar, aber da ist gerade Stau, deswegen fahre ich doch lieber geradeaus, dann bremst du halt automatisch, weil du denkst, der will abbiegen, aber ich will nicht abbiegen und dann sag, alles ein bisschen kacke. Hauptsache, wir haben es richtig. Sie möchten Ladung auf dem Dach Ihres PKWs transportieren. Welchen Einfluss hat dies auf das Fahrverhalten Ihres PKWs? Der Bremsweg verlängert sich. Die Seitenwindempfindlichkeit nimmt ab. Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab. Gut, das Beschleunigungsvermögen, Marci, hallo, das Beschleunigungsvermögen nimmt auf jeden Fall ab. Aber die Seitenwindempfindlichkeit nimmt doch nicht ab. Noch mehr zu, ist doch was drauf, dann nimmt die Empfindlichkeit ja eigentlich mit zu, oder? Bremsweg verlängert sie bestimmt auch. Ja! Ich werde die 2 Sterne holen, Leute. Ich werde sie holen. Nur noch 2 Fragen, dann haben wir's. Ich werde die 2 Sterne holen. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf Kanalarbeiten. Auf eine bewegliche Brücke. Auf eine Fähre.
Ja gut, es kann, also Kanalarbeiten nicht. Ich würde beides sagen, oder? Bewegliche Brücke, die kann ja hochgefahren werden. Und wenn eine Fähre durchfährt, ne? Aber da kann doch eine Fähre durchfahren. Oder muss da eine Fähre auch drauf sein? Da kann doch auch eine Fähre durchfahren. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Wenn es hoch ist und die Fähre durchpasst, wenn es klappt, herzlichen Glückwunsch. Hä? Total. Nein. Okay, das akzeptiere ich nicht. Das war nicht fair. Hallo? Der Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr automatisch auf. Woran kann das liegen? Automatische Aufrollverstellung ist defekt. Sicherheitsgurt ist verdreht. Letzteres. Ja. Oh Gott, der hat aber nicht mehr vorgelesen. Das war eine Überraschung am Ende noch. Die letzte Frage wird nicht vorgelesen. Das ist ein richtig Drama hier. Okay. Immerhin 15 Fragen richtig, nur 5 falsche. Das ist doch nicht so schlecht. Also ich sag mal, von 20 Leuten, die auf der Straße laufen, habe ich nur 5 umgebracht. Das ist doch ein guter Schnitt. Von diesen 5 war bestimmt irgendjemand dabei, der das verdient hat. Also das ist doch ein guter Schnitt, oder? Der Kick zum Schluss. Das war jetzt echt fies am Ende. Musst du doch mal ganz schnell lesen, ey.